Teresa, heute ist dein Jubiläum, 30 Jahre, die geniale Schule hier in Kreuzberg. Ja? Und Teresa, vor 30 Jahren hast du begonnen. Kannst du kurz erzählen, wie waren die Anfänge? Das war ganz einfach. Ich habe damals gelebt in Frankreich, habe dort gearbeitet, habe dort schon eine internationale Gruppe, Theatergruppe gebaut, habe ich schon Arbeitserlaubnis gehabt, Aufenthaltserlaubnis. Und Henryk Baranowski, mein Kollege, der hat studiert Regie in gleicher Schule wie ich in Warschau, hat hier ein Theater gehabt damals, Transform-Theater. Dieses ja. Theater existiert nicht mehr. Ja. Und er hat mich eingeladen, ein paar Seminare in der Grotowski-Richtung zu machen. Aha. Und ich bin hier gekommen, habe ich die Seminare gemacht, habe ich das erste Mal gesehen, Berlin mit Mauer. Ja. Ich war nie in Deutschland früher. Ja. Ja. Und habe ich mich so verliebt in diese Berlin mit Mauer, dann habe ich ganzen Paris gelassen, ganzen Frankreich gelassen und hier geblieben. Super. Und wie kamst du auf die Idee, dass eines Tages, vor 30 Jahren, kamst du auf die Idee, dass du willst jetzt unbedingt eine Schauspielschule gründen? Ich habe darüber schon gedacht früher, weil ich war bei Grotowski, weil wir haben nicht nur gespielt, sondern wir haben sehr viele pädagogische Arbeit gemacht, weil Grotowski Technik war damals in der ganzen Welt berühmt und bewundert. Und ich habe als Schauspielerin von Grotowski auch als Pädagogin gearbeitet und schon diese Technik unterrichtet. Und habe ich immer gedacht, dass nur Grotowski-Technik ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte die Grotowski-Technik in eine richtige Schauspielschule, 3 oder 4 Jahre lang, bauen ein Programm und die zukünftigen Schauspieler vorbereiten. Weil in diesen Seminare, was ich habe vorher gemacht, das haben gemacht unterschiedliche Leute, nicht nur Leute, die möchten Schauspieler sein. Und deswegen, dass ich Schauspielerin bin und ich habe gesehen, welche Profit habe ich gehabt nach Arbeit mit Grotowski, habe ich gedacht, jemand muss eine Schule bauen, weil Grotowski ist weg vom Theater gegangen. Er hat gesagt, ich mache kein Theater mehr. Und mir war schade, dass so ideale, so wunderbare Technik wird vergessen. Und Gott sei Dank habe ich geschafft, 30 Jahre diese Technik zusammen mit anderen Techniken, mit Stanislavski und Johnston und Strasberg in die Schule gemacht. Aha. Ja. Und noch eine Frage. In den 30 Jahren hast du bestimmt Hunderte, wenn nicht Tausende von Studenten haben hier studiert. Hunderte, würde ich sagen. Oder Hunderte. Und bestimmt sind welche, die haben auch, das ist immer wichtig für die Schulen, so wie ich das kenne, mit dem schmückt sich die Schule immer gerne. Hast du auch solche Favoriten, die haben irgendwie große Filme gedreht? Doch, ist ein Schüler, er kommt aus Schlesien, komischerweise. Also aus meiner Ecke. Jesus Maria, aber ich habe vergessen, wie ja. heißt er. Also hast er, du dreht, er dreht ganz Kinofilme von Anfang an. Ja. Er hat gemacht auch Kooperation, Filme Deutsch-Russland. Ja. Zwei große Kinofilme hat er gedreht. Also ich übersetze für die deutsche Zuschauer, Boże Jedyne heißt der einzige Gott. Ja. Ich werde mich erinnern, aber jetzt also, Adrian Topol. Adrian Topol. Und eine Studentin, so treue Studentin, die eine von Erste, Michaela Ben, sie war sofort nach Schule zu Berliner Ensemble engagiert und hat 6 Jahre in Berliner Ensemble gespielt. Na dann hat sie ein Kind bekommen und jetzt spielt sie in Tribune und in freie Bühne, aber sie war 6 Jahre. Und damals auch Christian Sohr hat sich engagiert, war auch 6 Jahre im Berliner Ensemble und Frank Sikore und polnische Mann Maciej Wysakowski. Der hat in Breslau eine Schauspielschule gemacht und danach hat Magisterarbeit über meine Schule geschrieben und meine Schule 3 Jahre studiert und er war auch in Berliner Ensemble, aber er war nur 1 Jahr.
Teresa, noch eine Frage. Wir wollen das nicht zu lange machen. Was interessiert bestimmt viele Leute auch. Du machst das schon, wie gesagt, 30 Jahre mit Liebe und Begeisterung. So, aber irgendwann vielleicht die Liebe und Begeisterung, ja, kann man irgendwas anderes auch im Leben machen. Wie lange willst du die Schule noch führen? Das interessiert die Zuschauer bestimmt. Bis ich Kraft habe. Aha, also ich schätze so die nächsten 40 Jahre auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, meine Mama ist fast 100 Jahre alt, das bedeutet, kann ich das schaffen. Also ich sage nur den Zuschauern, wir mit Teresa haben beschlossen, bei dem Minimum 120 zu werden. Ja? Genau. Teresa, danke dir.